Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir starten heute an einer roten Ampel, passenderweise mit einem roten PKW. Erst rüberziehen, dann blinken. Das kommt richtig gut. Gleicher Einsender, ähnliche Situation. Aber immerhin, hier wird sich entschuldigt. Es sieht so aus, als hätten wir hier eine leichte Steigung mit anschließender Kuppe. In jedem Fall ist es ID3 zu unsicher, hier zu überholen. Das sieht manch einer als Einladung an, den Gegenverkehr zu gefährden. Achtet auf den weißen Kastenwagen, der links neben Jeff aufgetaucht ist. Dem Polo geht das Ganze hier nicht schnell genug und eilig wird überholt. Aber ratet doch mal, wen wir gleich an der roten Ampel wiedersehen werden. Die Fahrerin des goldenen T-Roc ist offenbar nicht nur mit dem Parken an der Zapfsäule selbst überfordert, sondern auch mit dem Tanken. Es ist ein bisschen schlecht zu erkennen, aber der ganze Sprit läuft nicht nur in den Tank, sondern er läuft auch am Auto runter und tropft dann unten hin. Naja, muss die Dame halt mal ein Drittel mehr bezahlen als eigentlich üblich. Es ist durch die Pixelung hier nicht mehr zu erkennen, aber der LKW-Fahrer hat Sebastian eindeutig angeschaut. Hier gelten ja eigentlich 30 km/h Höchstgeschwindigkeit, sieht der Fahrer vor uns ein bisschen anders und bekommt die Quittung dafür. Stehen. Oh, gut, dass du es gemacht hast. Danke dafür, dass du es dich geopfert hast. Ich halte hier auch manchmal durch und ich denke, oh, aber ist eine Schule, ist nur richtig. Da bist du doof oder was? Bist du dicht? Achtet hier mal auf die Rücklichter von dem Fiat auf der linken Spur. Wenn Miller blinzelte, konnte er unter den Schichten von... Ja, Jascha hat hier wie ihr auch bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und jetzt steigt er aus und sagt mal Bescheid. Das Büro war für drei Männer fast zu groß. Überall standen Kisten mit pornografischer Software. Haben Sie die Erpresser geschnappt? Fragte der... Muss man nicht verstehen, oder?
Der hier hätte den eindeutig mehr verdient und noch eine ordentliche Tracht Prügel obendrauf. Nein, Gewalt ist natürlich keine Lösung, aber Auto- und Führerscheinentzug wäre vielleicht mal angebracht. Am Ende ist es, glaube ich, Oetker mit Restaurante und der Ofenfrische, oder? Also man kann sich das ja aussuchen. Ja. Sind schon die, muss man sagen, also ist jetzt ohne Werbung, ich will auch nichts zugeschickt bekommen. Und Atatürk hat unter anderem das eingeführt, aber auch in der türkischen Sprache. Michels LKW wäre gerne ein Flugzeug. Aber das Abheben üben wir nochmal. Also es gibt für jedes Wort nur eine mögliche Schreibweise. Verstehst du? Heilige Scheiße. Also das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal besprochen. Alter Fahrer! Stimmt mit dir nicht. Ja, ist klar. Das ist der zweite Clip von Jeff in dieser Folge und wieder befinden wir uns in einem Kreisverkehr. Der Ton von dem Clip hier, den mussten wir leider stumm schalten, aber bei unserem Einsender lief ein Song, in dem gesungen wurde: Du darfst machen, was du willst, nur den Glauben nicht verlieren. Wenn ich sowas hier sehe, falle ich vom Glauben ab, ich sag's euch. Überholen vor einer nicht einsehbaren Kurve findet Turboheuler richtig gut. Junge, das gibt's doch nicht! Mann! Das kotzt mich an! Muss das denn sein auf einer Schnellstraße, Junge? Oh, Jung! Mann, da kriegst du echt Gänsehaut! Dritter Clip von Jeff in dieser Folge, wieder ein Kreisverkehr. Da erlebt er echt die tollsten Dinge. Er bleibt jetzt hier gleich in der Ausfahrt stehen, weil er sieht, dass ein Einsatzwagen mit Blaulicht kommt. Das kriegt der hinter ihm nur leider nicht rechtzeitig mit. Es ist nicht viel passiert. Der Schaden wurde mittlerweile durch die Versicherung des Unfallgegners bezahlt. Alles gut. Ibis war vor gar nicht so langer Zeit in Tschechien und dort ist er einem sehr ungeduldigen LKW-Fahrer begegnet. Ihr seht diesen nun jetzt auf die Überholspur wechseln. Das Überholen an sich ist natürlich kein Problem, der Abstand, mit dem er vor den Transporter zieht und nun hinter Ibis herfährt, schon eher. Kurz danach wird es wieder zweispurig. Hier zeigt sich dann, dass dieser LKW auch ziemlich fix unterwegs ist. Ibis, der mit seinen knappen 100 hier fährt, kann den Abstand zu ihm nicht vergrößern. Wieder wird jetzt hier extrem dicht aufgefahren. Das quittiert Ibis mit einem kurzen Hupa seinerseits.
Ab hier gelten jetzt 70 km/h Höchstgeschwindigkeit. Dass Ibis sich daran hält, gefällt dem LKW-Fahrer so gar nicht. Ibis hat nach der Aktion hier übrigens noch die Polizei gerufen. Passiert ist allerdings nichts. Während manch ein LKW-Fahrer ist, wie der im Clip von Ibis, unglaublich eilig hat, hat der hier bei Bodo alle Zeit der Welt. Während ihr ihm jetzt noch bei einem gefühlt ewig langen Überholmanöver zuschauen dürft, verabschiede ich mich schon mal von euch. Vielen, vielen Dank an alle Videospender, wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Und wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, dann schickt eure Clips gerne an die links eingeblendete E-Mail-Adresse. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt hier rechts drauf klickt, dann kommt ihr einerseits zur letzten Folge, das lohnt sich, und was sich auch lohnt, ist ein kleiner Klick auf Abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Folgen. Wir hoffen, euch hat die heutige gefallen, egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao ciao. Ich bin eine Sperrfläche. Fahr über, ich drüber.